Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Klimawandel ist die zentrale ökologische Herausforderung in unserer Zeit, in unserem Jahrhundert. Der Klimawandel ist auch bereits vorangeschritten. Wir können die Auswirkungen sehen in vielen Ländern, in denen sich Dürren ausbreiten, Menschen dadurch ihre Lebensgrundlage verlieren, in Ländern, in denen es Überschwemmungen gibt, aber auch in unserem eigenen Land durch eine Häufung von extremen Ereignissen, von extremen Wetterereignissen und Naturkatastrophen. Das ist uns nicht nur bewusst, das ist uns Auftrag zu konsequentem Handeln. Und deshalb im Übrigen, Herr Kollege Hofreiter, müssen wir nicht erst durch Anträge der Grünen an die Herausforderung des Klimaschutzes erinnert werden. Klimaschutz ist eine prioritäre Aufgabe, hat hohe Priorität in der Politik der Bundesregierung und der Koalitionsfraktion. Und uns ist klar, und wir haben das immer deutlich gemacht, dass Deutschland bei dieser globalen Aufgabe, wir können es nur global lösen, weil es eben eine internationale, eine gemeinsame Aufgabe ist, aber dass wir dabei eine besondere Verantwortung haben. Und diese Verantwortung besteht im Übrigen nicht darin, Klimaschutz und Arbeitsplätze gegeneinander auszuspielen, sondern unsere besondere Verantwortung liegt doch darin, dass wir zu zeigen haben und dass wir zeigen, dass ambitionierter Klimaschutz in einem Industrieland, ambitionierter Klimaschutz und Arbeitsplätze zusammengebracht werden können und uns gemeinsam nach vorne bringen. Das ist Ziel und Aufgabe der Bundesregierung und unsere besondere Verantwortung, damit unserem Anspruch, Vorreiter zu sein, wir erstens gerecht werden und zweitens andere das so attraktiv finden, weil sie unser Beispiel sehen, dass es eben nicht zu weniger Wohlstand, sondern mit Innovation und Technologie zu mehr Wohlstand führt, dass sie diesem Beispiel folgen. Das müssen wir leisten und das ist die Leitlinie unserer Politik. Und der werden wir in vielfacher Weise gerecht. Deutschland ist Antreiber im internationalen Klimaprozess. Deutschland ist Finanzierer im internationalen Klimaschutz. Deutschland ist Partner von Entwicklungsländern und Schwellenländern bei der Umsetzung von Technologien, aber auch bei der Umsetzung von Anpassungsmaßnahmen. Wir sind Taktgeber innerhalb der Europäischen Union und wir sind Vorbild mit einer ambitionierten Klimapolitik in Deutschland. Und deshalb ist klar, Deutschland war Vorreiter im Klimaschutz, Deutschland ist Vorreiter und wir werden Vorreiter auch bleiben mit einer ambitionierten Politik. Und Herr Hofreiter, Sie haben gesagt, die Kanzlerin glänzt auf der internationalen Bühne. Diesem Halbsatz möchte ich ausdrücklich zustimmen. Ich möchte nur hinzufügen, eben nicht nur durch Worte, sondern durch konkrete Taten. Und das tut die Bundeskanzlerin, das tut die ganze Bundesregierung. Wir sind uns doch einig, dass Paris ein Meilenstein gewesen ist für den internationalen Klimaschutz, weil wir nach jahrelangem Ringen es endlich geschafft haben, dass eben nicht nur Deutschland, nicht nur Europa, nicht nur einige Vorreiter, sondern alle Staaten der Welt sich committed haben und gesagt haben, wir machen gemeinsam Klimaschutz. Und warum hat es denn geklappt? Es hat deshalb geklappt, weil in Elmau die Kanzlerin mit den internationalen Partnern die Grundlagen gelegt hat, weil Dekarbonisierung vereinbart wurde und man ausgehend von Elmau, gerade mit den französischen Partnern als Gastgeber der Konferenz in Paris und mit den europäischen Partnern gearbeitet hat, überzeugt hat, glaubwürdig gewesen ist, im Übrigen im Bereich der Klimafinanzierung vorgelegt hat und damit gezeigt hat, wir nehmen es ernst, wir gehen jetzt voran und so ist es gelungen, am Ende alle zu versammeln. Das ist auch ein Erfolg dieser Bundesregierung. Und natürlich gilt es jetzt darauf aufzubauen. Das tun wir national, aber gestatten Sie mir davor noch eine Bemerkung zu unseren Aufgaben in der Europäischen Union. Es war auch gerade Deutschland, die wir uns mit anderen Partnern dafür eingesetzt haben, dass das 2030-Ziel der EU ambitioniert ausgestaltet wird, insofern, als man gesagt hat, wir wollen mindestens 30% reduzieren bis 2030, das, was wir in Deutschland schon 10 Jahre vorher erreichen wollen. Und dieses mindestens hatte eine Voraussetzung, nämlich dass es zu einem internationalen Klimavertrag kommt. Der ist jetzt da, deshalb muss es überprüft werden und deshalb müssen wir da noch ambitionierter als Europäer vorangehen, um diese Lücke, die es nach Paris im internationalen Klimaschutz bei den Reduktionsverpflichtungen gibt, aufzufüllen. Das müssen wir in Europa erreichen und wir müssen dabei auch erreichen, dass der Emissionshandel gestärkt wird. Der Emissionshandel ist das Herzstück der europäischen Klimapolitik.
der Emissionshandel hat jetzt eine Reform erfahren mit der Marktstabilitätsreserve. Darauf müssen wir aufbauen für die nächste Handelsperiode. Es muss klar gemacht werden, der Emissionshandel muss so gut sein, dass nationale Ergänzungsmaßnahmen nicht notwendig sind. Der muss funktionieren. Dieses Herz der europäischen Klimapolitik muss schlagen, und dafür setzen wir uns ein. Und auch die EU muss in den anderen Sektoren vorangehen, natürlich im Verkehr, bei der Energieeffizienz, bei den erneuerbaren Energien, und damit sind wir hier im Land. Und ich will einfach den Eindruck, den Sie versuchen zu vermitteln, die Bundesregierung handelt nicht, in aller Entschiedenheit und Deutlichkeit zurückweisen. Die Bundesregierung hat das nationale Aktionsprogramm Klimaschutz auf den Weg gebracht. Das hat den Aktionsplan Energieeffizienz auf den Weg gebracht. Wir stellen uns unserer Verantwortung und Verpflichtung, dass bis 2020 die Emissionen um 40% sinken. Da wissen wir, da ist noch eine Wegstrecke zu gehen. Zu Beginn der Legislaturperiode haben wir ausgemacht, da gibt es eine Lücke von 5 bis 8%. Und mit vielfältigen Maßnahmen in allen Bereichen, die Sie genannt haben, wird es angestrebt. Und die sind nicht etwa irgendwie in der Diskussion, die sind alle in der Umsetzung. Und an denen werden wir weiterarbeiten. Dieses Ziel ist uns Verpflichtung, weil auch daran hängt unsere Glaubwürdigkeit. Und die hängt im Übrigen auch in unserem Beitrag, ich hatte es vorher schon mal angesprochen, ihr habt zu der internationalen Klimafinanzierung. Und wenn Deutschland sagt, von dem, was jetzt in Paris beschlossen wurde, dass bis 2020 100 Milliarden US-Dollar jährlich geben soll für internationalen Klimaschutz, wenn wir da nicht nur vorgelegt haben, wenn wir nicht nur aufstocken, wir machen übrigens viermal so viel in diesem Bereich, wie es 2005 gemacht wurde, das heißt, wir haben richtig draufgesattelt in den letzten Jahren, das ist aus dem Haushalt des BMZ entsprechend eingestellt worden. Und dann machen wir am Ende 10%, so ist die Ansage, von dem, was international geleistet wird. Ich finde, da kann man schon sagen, da werden wir in besonderer Weise der deutschen Verantwortung gerecht. Und das gilt auch in den einzelnen Sektoren. Wir sind an dem Klimaschutzplan, und mit dem Klimaschutzplan müssen wir den Weg beschreiben zur Dekarbonisierung im Bereich der Kohle mit einem schrittweisen Ausstieg, der gesellschaftlich diskutiert wird, der sozialverträglich ist, der mit den Regionen auf den Weg gebracht wird, aber der am Ende zu dem Ergebnis führen muss, dass spätestens zur Mitte des Jahrhunderts und besser früher wir keine Kohleverstromung mehr in Deutschland haben. Mit Anstrengungen im Bereich Verkehr, den Sie angesprochen haben, da haben wir ein dynamisches Wachstum der Verkehrsleistungen, der Bewegungen. Der CO2-Ausstoß stagniert, und wir müssen es schaffen, mit weiteren Maßnahmen hier runterzukommen. Und da will ich einfach nur dafür werben, dass wir doch mit dem nationalen Aktionsprogramm Elektromobilität eine Plattform haben, die nicht nur Maßnahmen diskutiert hat, die Vorschläge gemacht hat. Und die alle werden jetzt umgesetzt, weil unser Ziel eben ist, dass wir nachhaltige Mobilität umsetzen, dass wir die Vorreiter sind mit alternativen Antrieben. Und genau das tut die Bundesregierung als Taktgeber in Abstimmung mit der Automobilindustrie und anderen Akteuren. Unser Ziel ist, dass wir die effizientesten Autos in Deutschland fahren und produzieren, sie exportieren und auch damit über Deutschland hinaus ausstrahlen. Und morgen diskutieren wir das Erneuerbare Energiengesetz, da diskutieren wir auch darüber, vielleicht streiten wir auch darüber, aber es ist doch unbestreitbar, dass die Förderung der Erneuerbaren dazu geführt hat, dass Ökostrom jetzt Tabellenführer ist im Strommix der Bundesrepublik Deutschland, und diesen Weg werden wir weitergehen, damit wir 2050 in Deutschland das erreichen, was in Elmau besprochen und beschlossen wurde, nämlich die Dekarbonisierung in Bereichen Strom, Wärme, Mobilität, und damit die Einhaltung unserer ehrgeizigen Klimaziele 95 bis 80% bis 2050. Das ist unser Anspruch. Daran arbeiten wir mit einer ambitionierten und konsequenten Politik. Herzlichen Dank. Das Wort erhält nun die Kollegin Eva Bulling-Schröter für die Fraktion Die Linke.